Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Tulliver 2 mit den Makedoniern. Und wir versuchen natürlich, wie Alexander der Große vorzugehen und sein altes Reich wieder zu erobern. Das Problem ist, wir müssen durch, beziehungsweise wir müssten eigentlich Nabatea einnehmen, beziehungsweise hier die Arachosien, um eben in Alexandria und Ägypten, also ja, dieses Gebiet hier einzunehmen. Da ist Alexander ein bisschen geblieben in Alexandria, hat eben die Hauptstadt da aufgebaut oder gegründet. Und dann ist er Richtung Mesopotamien gegangen. Das Problem jetzt ist, dass hier die Jerusalem-Region ein ziemlich dicker Buddy von Parthien ist. Das heißt, wenn wir die angreifen, wird uns Parthien angreifen. Und Parthien ist groß. Und ich will jetzt wieder schauen, wie groß. Also, wo sind die Armeen von ihm? Weil, wenn er hier vor meiner Tür steht, dann will ich natürlich nicht mit meinen beiden Armeen weg sein. So. Wir könnten aber auch eine weitere Armee aufbauen und hier hinstellen. Das Problem dabei ist aber, dass wir nur 3000 Einkommen haben. Also da geht auf jeden Fall viel mehr. Wohlstand durch Handel. Nochmal Wohlstand. Wir haben 20 Nahrung, das ist schon ganz gut. Wieso bist du eigentlich da? Habe ich dich nicht schon dahin gestellt? Vielleicht bin ich auch blöd. Ach, wir können sogar... Warte mal. Ja, die können wir jetzt natürlich nicht mehr... Ah, die haben wir alle schon ausgebildet. So. Ausgebildet. Mit dem könnten wir eigentlich... Warte mal, wie sieht es denn hier aus? Genau, hellenistisch geht hoch. Die öffentliche Ordnung geht auch hoch. Hey. Dann können wir ja mit denen eigentlich schon mal scouten. Genau, die macht hier ihr Ding. Und wir haben wieder kein Geld. Weiter geht's. Genau, ich schaue jetzt mal, wo... Hä? Da waren wir doch schon. Oder nicht? Entschuldigung, nee, natürlich zurück. Hä, waren wir da nicht schon? Ich habe gerade voll das Déjà-vu. Ich hoffe nicht, dass... Nee. Okay, egal. Ja, genau. Ich weiß. Und zwar... Wir wollen euch zum Freund haben. Wollen wir auch. Genau, ich weiß... Hä, nee. Das ist doch alles schon passiert. Oh Gott. Habe ich etwa vergessen zu speichern? Nee, ich habe doch gespeichert. Ich habe safe gespeichert. Safe und speichern. Ja, genau. Das ja. Habe ich echt falsch gespeichert? Warte, 200 vor Christus. Aber das ist der letzte Speicherpunkt von mir. Ich dachte nämlich auch schon, dass wir mit denen hier unten wären. Ich bin verwirrt. Warte mal. Ich mach mal kurz Pause. Einen kurzen Cut. Und dann schaue ich mal nach. Entschuldigung. Gut. Ja. Willkommen zurück. Entschuldigung für den kleinen Cut. Es war... Also ich weiß wieder, wie es war. Also... das stimmt so, wie es jetzt ist. Aber ich habe schon eine Runde weitergespielt, damit ich... für das Tutorial, das ich aufgebaut habe, oder immer noch dabei bin zu schneiden, das dauert immer ewig. Genau, deswegen wollte ich hier kurz mal angreifen, um zu zeigen, wie halt das aussieht, wenn man eine Belagerung hat.
Also nur halt, ja, wie man an Wohlstand und eben dementsprechend Gold kommt. So, Entschuldigung deswegen. Also, ich hatte halt so ein heftiges Déjà-vu. Und deswegen, ja, hatte ich Angst, dass ich eben das nochmal, eben zweimal zeige. So, wo habe ich jetzt? Ich habe doch bei einem der 57. Genau, 3%. Ja, egal. Warte mal, warte mal, warte mal. Die sind alle beide vollstreckt, also ist schon mal gut. Dann mache ich hier die öffentliche Ordnung weiter. Hier mache ich. Hier mache ich Weidenstall. Und hier mache ich. Ich glaube, hier. Genau, hier die Manufaktur. Dann, ja, haben wir wieder kein Geld, aber dafür. Warte mal, warte mal. Die sind da, muss ich mal jetzt weiterschicken, damit er mir Handelspartner sucht. Die finden mich nicht ganz so Ich sexy, werde mir eure Rede aber geduldig trotzdem anhören. wollen sie handeln, das ist Ich nehme super. Der findet mich nicht ganz, ganz so Seid sexy. gegrüßt. Wir sind ein zivilisiert. Ja. Der ist neutral, Ich Korchis. höre euch zu, wenn ihr aufhört. Ja, aber will trotzdem Mein nicht. Volk ist reich an Intellekt und braucht eure Waren nicht für materiellen Wohl. Parthien. Die mögen mich gar nicht so schlecht. Warte Ich mal, grüße ich. euch. Wie es eurem Rufe gefällt. Ich fürchte, Handel mit euch ist absolut unmöglich. Unsere Händler. Seid gegrüßt! Sprecht gerne! Warum wollte der dann? Der hatte auch minus 15, aber der wollte mit mir handeln. So, dann warte. Wir haben gerade. Genau, Handel 1000. Ja, das ist nicht ganz gut, aber auch nicht ganz schlecht. So. Du gehst bitte hier rein, falls der Römer wieder auf dumme Gedanken kommt. Wir haben schon wieder kein Geld. Oh. Genau. Nächste Runde werden wir hoffentlich hier sehen, wie seine. Oh. Ja, ey, ich will doch gar nichts von dir. Ich will einfach nur hier rudern. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Das habe ich nämlich befürchtet. Echt jetzt? Achso, gut. Das Parthien genau eine Fullstack-Armee an der Front hat. Na, das ist jetzt nicht sehr, sehr sexy hier. Vielleicht kann ich den beschwatzen, dass er Parthien angreift. Vielleicht kann ich das tun. Ich jage sie. Natürlicher Tod. Forschung abgeschlossen. Rang erhöht, bla blub. Wo ist jetzt die Armee hin? Hä? Da stand doch. Bin ich jetzt. Hä? Da stand doch eben noch eine Fullstack-Armee. Hä? Oh, vielleicht deswegen. Da muss ich den vielleicht gar nicht so krass beschwatzen. Achso, nee, das sind die Seleukiden. Ach, schade. Ich dachte, der greift jetzt Parthien wirklich an. Warte mal. Diplomatie. Du, Pergamon, du toller Typ, du. Seid gegrüßt, geehrter Gast. Ich Bin will, die dass du Ohren und der Krieg Mund meines mit. Volkes und höre und spreche auch so. Der hat einen Nicht-Angriffspakt mit Parthien.
Das macht er nicht. Nee. Na gut. Also, man kann, glaube ich, auch nur. Nee. Ja, der hat halt einen Nicht-Angriffspakt mit denen. Ach, das ist doch doof. Das ist doch sehr, sehr doof. Da mache ich Technologie. Warte, wo war ich da? Was habe ich als letztes erforscht? Konstruktionstechnik. Echt jetzt? Nee. Achso, nee, das war hier, oder? Verdammt, was habe ich. Hä? Bin ich jetzt doof? Ah, ja, die da. Vollgeschrieben. Ja. Gut. Dachte ich schon. So. (13). Ich habe schon ziemlich gut. Warte mal. So, hier bin ich ziemlich weit gerusht wegen den wegen der Kavallerie. Ich brauche halt auch genau Nahrung. Dann mache ich halt das da, damit ich die Wirtschaft 1 bekomme. Und jetzt ist meine Frage, wo ist der hin? Der ist nicht nach da. Der ist vielleicht nach unten. Weiß es echt nicht. Jetzt ist die Frage, wenn ich mit meinen beiden Armeen runtergehe, dann habe ich hier unten kein Problem, aber hier oben. Weil die da zum Beispiel ist ja nicht geschützt. Ich könnte hier auch eben versuchen, dass ich. Wo denn? Ja, das kommt ja alles. Das kommt ja schon. Minus 4 Nahrung. Hier. Ja, jetzt habe ich ja schon wieder kein Geld. Ah, das ist so ärgerlich. Ja. Besorgte Bevölkerung 2. Das pusht ja auch gleich hoch. Oder ich stiefel einfach da rein. Das könnte ich natürlich auch machen. Ich könnte auch einfach da reinstiefeln. Aber der wird mir 100 pro Partien. Oder ich mach's so. Ich lösche erst hier unten die aus und dann gehe ich nach Jerusalem. So. Entschuldigung. Ich töte dich noch nicht jetzt. Entschuldigung. Das Problem ist, wenn der mir den Krieg erklärt, dann. Könnte das sehr interessant werden. Oh. Den habe ich wieder vergessen. Was hat er da nur mit meinem Schiff? Mag er das nicht? Ist das zu hässlich? Hm. Vielleicht steht da so, ja, leck mich rum oder so. So. Ich hoffe, dass Jerusalem mir jetzt nicht den Krieg erklärt. Weil sonst kommt Partien gleich hinterher. Ich habe so ein. Ja, ein Kind ist geboren. Hä? Ich hab die ganze Zeit so Flashbacks. Oh Mann. Gerade nicht sehr schön.
Vielleicht ist das die. Hm. So, ich schreite mal weiter. Ganz ehrlich, ich stand schon hier. Ich habe sogar Alexandria schon. Hä? Weil die da wurden schon vernichtet. Ich war mit der, war ich auch hier. Hä? Oh Gott. Aber ich habe das letzte gespeicherte Makedonien-Spiel. Warte mal. Laden. Ja, mal, ja, das da habe ich geladen. Egal, lassen wir das jetzt. Also, wenn ich das alles schon gespielt habe, dann tut es mir leid. Wenn nicht, dann leide ich, dann werde ich echt alt. So. Öffentliche Ordnung und Wohlstand. Minus 4 Nahrung. Also wir, genau, aber hier wird ja die Kuh dann fertig gemacht. Ja, das klingt komisch. Hier wird dann auch noch ein Viehstall gemacht und genau. Also ich glaube, langsam dürften wir ja, stabil werden. Gut, das Meer ist schon seit einiger Zeit sehr ruhig. Wenn wir Handel betreiben und unsere Feinde mit Kriegsschiffen bezwingen wollen, müssen wir Poseidon ein Opfer erbringen, um seine Gunst wiederzugewinnen. Ja. Ein Kindopfer? Nein. Pff, nein. Wir sind ja keine Karthager. Uiuiui. Da habe ich ja jetzt, glaube ich, auch ein Fass aufgemacht. Es ist... Also, viele mögen die Karthager, ich überhaupt nicht. Also, die Karthager sind auf jeden Fall ein super interessantes Volk. Allein schon wegen der Entstehungslegende, die werde ich auch ein... ich glaube, die habe ich schon in Rum-Let's Play erzählt, aber es... also die Legende geht ungefähr so. Also ich weiß nicht mehr genau, wie die Königin oder Prinzessin hieß. Aber eine Prinzessin aus dem fernen Osten wurde, glaube ich, verbannt, soweit ich weiß. Und die hat sich da die hat dann in der Stadt Zuflucht gesucht, da wo eben Karthago lag. Und natürlicher Tod. Na gut. Poseidon war nicht beeindruckt, das Meer blieb still. Was sich ja nachteiliger von. Ja, aber ganz ehrlich, ein Kind werde ich nicht opfern. Naja, auf jeden Fall kam die anscheinend irgendwo hier aus Persien, glaube ich. Und ist eben hier nach Karthago beziehungsweise Afrika hier an die ja, Inselspitze oder hierhin eben gekommen und das gehörte eben ein Handelskönig oder ein Baron oder so. Auf jeden Fall hat er ihr gesagt, okay, ich werde dir so viel Land schenken, wie du auf deinen Gebetsteppich oder ich weiß nicht, ob es ein Gebetsteppich oder einfach ein Tuch war. Genau, also wie du so viel Land, wie du mit deinem Tuch eben einnehmen, umzäunen oder also integrieren quasi kannst. Und dann hat sie den Teppich aufgesponnen. Und hat quasi ein sehr großes Gebiet mit dem Faden eben eingezäunt. Und naja, und der Handelstypi musste halt ihr dann, ja, das ganze
ja, Land geben, weil, naja, hat er halt gesagt. Und genau, und dadurch entstand dann eine kleine Handelsmetropole, woraus dann Karthago entstand. Genau. Und wie ich dann auf die Kinderopferung kam, der Gott von denen, der Baal, der hat halt offenbar sehr viele Kinderopfer verlangt. Also man hat gebündelt unter den Baal-Tempeln eine große Menge an Kindergebeinen gefunden, die keine wirklichen Schäden, also Krankheiten oder so aufwiesen. Das kann man ja in den Knochen eben nachschauen oder nachforschen, ob eben jemand krank war oder ob der umgebracht wurde oder ob er natürlich gestorben ist. Und das waren wohl alles rituelle Opfergaben, genau. Und das finde ich ein bisschen kacke. So. Du stirbst hier. Dann ruder mal aus der Tiefsee raus. So. Ja, dann. Warte, neue Fähigkeit. Uiuiui. 9. 9 Nahrung, okay. Loyalität. Das ist halt echt schade, weil der ist halt so super cool. Aber er ist halt schon so richtig alt und das alles geht dann verloren. Schniff. Das geht alles verloren. So. Runde beenden. Athene gibt uns Weisheit und Ares. Nee, ich vernichte dich jetzt. Es sei denn, du gehst Richtung Westen. Dann kannst du mir fliehen. Ah, das gefällt mir jetzt gar nicht. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Was macht denn der da? Oh nein. Nein, 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 nein. Habe ich doch gesagt, er ist... Oh. Und was macht der jetzt da? Hä? Hier. Familiengeschichte. Also, dieses Familienmitglied schätzt seine Intelligenz besonders hoch ein, besonders hoch ein und sieht Rätsel als eine Möglichkeit, seine Überlegenheit zu beweisen. Kürzlich wurde es von einem Rivalen zur Lösung eines besonders schwierigen Rätsels herausgefordert. Wieso S? Achso, eine Familienmitglied, okay. Seitdem hat man es nicht mehr gesehen. Es wird erwartet, dass es mit der Zeit in der Öffentlichkeit auftritt, aber nicht zwingend das Ergebnis präsentiert. Okay. Willst du mich eigentlich verarschen? Wieso bist du jetzt eigentlich da? Und wieso kannst du so weit gehen? Das macht gar keinen Sinn.
bisschen. Warte, ich versuche jetzt mal die hier, das zu blockieren, den Übergang. So, du kommst hier nicht durch. Das ist Alexandria gehört mir. Wenn du Alexandria angreifst und besetzt, dann greife ich dich an. Das verspreche ich dir. Armenien. Was machst du da? So, na. Ja, das ist eine Fullstack-Armee. Oh, das ist nicht gut. So, das ist der Typ von der gegnerischen. Politiker, warte mal, ist das der? Mal den da nehmen. Der geht da rein. Und 4 2 Technologie. Ach ja, genau. Ah ja, jetzt haben wir hier das. Das ist schön. Wir brauchen mehr Nahrung. Kinderfarm. Ah, hier, genau, Weinmarkt und Fischmarkt. Oder Korruption. Ja, mach mal Korruption weg. Und genau. Und danach gehen wir wieder ein bisschen auf Nahrung und vor allen Dingen dann die große Kaserne. Okay. Wenigstens ist die Fullstack-Armee von ihm weg. Was mache ich? Will sehen, was der Packerman unten gemacht hat. Bei der Flamme. Wir sind da drüben, ja. Können wir gerne machen. Eieiei. Uiuiuiui. Nee, ich brauche keine Söldner. Rang erhöht, Kind geworden, yes. Aber, warte mal. Der ist durchgekommen. Und hier sind Seleukiden. So. Fortsetzen. Ich gehe natürlich noch mit dem hin. Und, genau, dann mache ich noch 2 Runden weiter. Und in 2 Runden greife ich dann an. Mal schauen, was er mit seiner Fullstack-Armee da macht. Also an sich müsste er eigentlich Pergamon angreifen, weil der da nicht einfach so vorbei kann. Genau, die bilde ich noch aus, weil es kann sein, dass er jederzeit vorbeikommt und da ist auch noch eine. Dann werde ich hier auf jeden Fall nochmal einen bauen und dann ganz viele Steindinger machen und dann hier und genau. Das Blöde ist, warte mal. Ich versuche mal mit Seid willkommen, wohl oder übel. Nein. Nein. Ihr wollt ein Ende? Ich bin nicht... Nein.
Seid gegrüßt! Nein. Minus 20, die wollen auch nicht. Minus 20, minus 11, Chimäre. Seid willkommen. Ich werde euch gerecht antworten. Okay, dann... Nun wollen wir trinken auf unseren Märkten. Ja, dann vielleicht das nächste Mal. Gut. Dann gehst du. Wieder nach Pella. Weil nämlich, es könnte sein, dass du mal Richtung Asien kommen musst. So. Haben wir alles? Fraktion vernichtet. Galatien ist jetzt komplett weg. Hm. Okay. Alexander Stolz hat noch was. Das ist natürlich super. Kommentierung machen wir hier. Moral, Forschung, Autorität. Dann machen wir das da. Gut, dann weiter geht's. Oh, wir sind schon durch. Okay, dann würde ich sagen, wie, der kann da nicht raus. Ja, okay, mit der Flotte vielleicht. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt, wie gesagt, durch und wir warten mal, was passiert. Ich hoffe, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir fast gedacht. Okay, dann, kämpfen wir die Schlacht. Er hat sehr viel Fernkampf. Sehr viel Fernkampf. Wenn er schlau ist, dann wird er mit denen einfach Dauerfall machen und ich bin weg. Gut, das werden wir aber das nächste Mal sehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.